Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal. Klemm, Bausteine, Klemm. Ja, heute mit dem großen Finale. Es ist fertig geworden. Wie versprochen. Und ich werde auch in Zukunft eher kleinere Sets erstmal wieder bauen. Ich will euch auch nicht langweilen. Ja, dass ich da jetzt für ein Set vier, fünf Teile mache, so wie jetzt, leider ging es nicht anders. Ja, Entschuldigung dafür. Aber jetzt seid ihr entschädigt. Hier einmal das Review komplett. Dieses Set mit 8.288 Teilen. Und wir haben, ja, ihr seht, jede Menge Teile übrig behalten. Ja, im Prinzip fast von jedem Teil ein Ersatzteil, von einigen auch mehrere. Und so weiter. Ja, ganz fertig ist nicht ganz richtig, muss ich dazu sagen. Ihr seht hier diese schönen Bäumchen. Ehrlich fand ich fand die auch sehr, sehr alibi-mäßig, die einfach da jetzt auf die Platte mit drauf zu knallen. Für mich waren die jetzt nicht kriegsentscheidend, die sind mir auch ständig abgefallen. Diese Tannen sollen es ja darstellen. Ich habe sie jetzt hier weggelassen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, vom Schwierigkeitsgrad sind wir hier beim höchsten angelangt, laut Herstellerangabe. Es war auch teils anspruchsvoll, muss man sagen, auch gerade hier der untere Teil. Bei der Anleitung her ist es ja schon so, das ist gerade der erste Bauschritt. So. Ein bisschen erkennen. So, da seht ihr das hier, dass sie so ausgegraut werden. Das, was ihr vorgebaut habt. Das ist ja alles schön und gut. Bloß wenn ihr nachher dieses Grau in Grau habt und ihr müsst euch dann hier orientieren, ist hier eine Noppe, keine Noppe oder wie auch immer. Hier an der Seite, wo man denn was draufsetzt, ist schon schwierig. Also ich übernehme auf jeden Fall keine Garantie, dass jedes Schneefitzelchen auf seinem Platz ist. Das möchte ich an dieser Stelle eben nicht, wie gesagt, garantieren. Ich habe jetzt auch diesen schönen Rand hier. Sonst war das ja, wie gesagt, wie so eine Technikplatte mit Löchern drin. Hier ist jetzt diese schöne Kante drin. Das macht das Ganze natürlich auch noch wertiger, finde ich zumindest. Hier oben. Da hatte ich im Video, ich meine, zwei war das. Da fehlten mir ein paar einer Noppen, damit das hier die gleiche Höhe erhält mit den Zinnen. Die waren doch noch da. Aber das ist eben denen geschuldet. Wie gesagt, also das Set, das ist schon, also man braucht Geduld. Hier sind die Tüten nicht nummeriert. Ihr müsst alle Tüten auspacken. Alle Tüten. Und dann habt ihr so 20 Backen nachher. Ich meine, das ist recht sortenrein verpackt, alles ist alles in Ordnung. Aber ihr müsst eben suchen. Und natürlich die ersten Bausteps bis zur Hälfte ist es eine Sucherei. Also ihr seid dann eher mit Suchen beschäftigt als mit Bauen. Das ist so ein bisschen schade und nervig. Aber man ist ja von Lego und anderen Herstellern mittlerweile anderes gewohnt, aber hier, wie gesagt, geht das große Suchen los. Und wir haben hier Bauschritte, da werden mal 200 Teile fällig. Und das ist natürlich schon eine Aufgabe. Muss einen Spaß machen. Also mittlerweile, ich bin froh, dass ich es fertig habe. Ich werde jetzt, wie gesagt, erstmal nicht mehr so ein großes Objekt anfassen. Das war bisher das Größte, was ich gebaut habe von der Teilanzahl her. Und ja, wie gesagt, ich will euch auch nicht langweilen mit diesen Aufbauten. Aber ich wollte zumindest jetzt noch mal Teil 4 bzw. das Review noch einmal geben. Also wir haben eine hohe Anzahl an Ersatzteilen, die dabei ist. Also doch keine Fehlteile, muss man sagen. Also das ist alles gut gelaufen. Ich filme gleich das Schloss noch mal ganz im Detail. Hier hatte ich euch ja einmal gesagt, hier habe ich einen zugeschnitten, einen Brick, den muss ich in der von unten her muss ich da einen Schnitt machen und
ja, wie soll ich sagen, diese Noppen darunter wegmachen, sonst hätten diese Säulen hier nicht reingefasst. Also das ging leider nur mit Gewalt. Genau, das war so, da musste einmal richtig gebastelt werden. Das heißt jetzt nicht, dass das bei allen Sets wahrscheinlich so ist, aber man muss mal eben schauen, wie sich das entwickelt. Ja, das ist das Set einmal von vorne. Wie gesagt, die Anleitung hat genau 54 Seiten mit 74 Bauschritten. Und die Bauschritte, wie gesagt, die werden nachher kleiner, umso höher man kommt in den Bau. Und es wird dann aber, jetzt kann man das gar nicht richtig sehen hier im Bild. So, auch noch nicht ganz. Das ein bisschen nach hinten schieben. So, ja, jetzt seht ihr das ja mal, wie es eben komplett schneebedeckt aussieht. Also ich finde es, wie gesagt, wunderschön. Umso weiter man nach oben kommt, sicherlich entstehen da irgendwo Spannungen. Und ich habe es jetzt auch noch nicht in schick gemacht. Also hier sind einige Säulen, die sind nicht ganz gerade drin. Und ja, wie gesagt, es hat dann doch schon Nerven gekostet. Und ich würde euch dort empfehlen, ja, überlegt es euch genau, ob ihr das bauen wollt. Also ich finde es nach wie vor, würde ich es wieder machen, aber das Set für 11.000, für 11.000, mit 11.000 Teilen würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht holen. Abgesehen davon, dass ich dies hier passend jetzt zum Winter, ich meine, ich bin hier unten aus Friesland, wir haben leider keinen Schnee, haben wir sowieso fast nie, aber in der Regel sind noch mal ein, zwei, drei Tage im Jahr dabei, aber das sehe ich dieses Jahr nicht mehr so. Deswegen nochmal umso schöner dieses Set einmal. Die Perspektive finde ich natürlich auch sehr schön. Ne? Ja. Also ein sehr schönes Set. Also es hat sich gelohnt. Ihr seht aber auch hier nach wie vor, die Spannungen sind drin, die sind nicht rausgegangen. Es wurde halt, ja, das war bei so vielen Teilen zu viel überbaut. Ich hatte es schon mal gewaltsam begradigt. Und dann haben wir aber das Problem, dass hier bei den Felsen, dass da eine Reihe dann hochgeht und dann hat man da das Problem. Ne? Ich habe es jetzt so gelassen, es kommt bei mir so ins Regal. Ich werde das Set auch behalten. Wie gesagt, ihr könnt es gewinnen, nach wie vor. Das ist jetzt das letzte Video dazu. Also hier habt ihr jetzt nochmal die Chance zu kommentieren, zu liken und so weiter. Dann seid ihr bei der Auslosung dabei und im nächsten Video gebe ich dann eben den Gewinner bekannt. Ja. Vielleicht, also mich interessiert es auch auf jeden Fall, was ihr von dem Set haltet. Vielleicht hat das ja auch schon von euch einer gebaut, wie ihr das empfunden habt. Also es war so ein paar knifflige Sachen dabei, die ich auch vielleicht in der Anleitung anders beschrieben hätte oder wäre da anders vorgegangen. Aber wie gesagt, es ist ja auch schön, wenn man jetzt nicht einfach so wegbaut, sondern Kopf ein bisschen anstrengen muss, um das dementsprechend aufzustellen, das Ganze. Tja, ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal aus dem Stativ raus und dann gehen wir da noch mal filmisch drüber. Moment. So. Genau. So. Das ist das Tor dann mit den ganzen Erkern. Ist auch geöffnet. Ja, und hier seht ihr das jetzt, ne? Das war sonst tiefer, ne? Weil mir dieses Teilchen fehlte. Aber wie gesagt, die waren, also deswegen Sortenreihe stimmt auch nicht immer. Die ganzen Einser, dachte ich eigentlich, die sind zusammen. Aber die goldenen waren dann doch irgendwo mit anders untergebracht. Aber naja. Ja, das Ganze von hinten. Auch noch mit zwei Erkern. Der erste Turm hier. Der Innenhof. Ich hoffe, ihr kriegt, man sieht
das alles einigermaßen vernünftig. Das wirft hier alle Schatten. Ne? Aber viele Details, das ist auch immer wieder, ja, schon überraschend, wie einige Sachen so gelöst wurden. Da seht ihr nochmal von der anderen Seite. Also auch so mit Erkern, vielen Türmchen, viele Extras, da nochmal ein Türmchen und so weiter. Wo ich mich jetzt nicht so dran gewöhnen kann, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Klar, kommt es dem fast ein bisschen nah, aber das ist jetzt schon knallorange, ne? Da hätte ich mir schon eine andere Farbe gewünscht. Ja, wie gesagt, es gibt da eben Schlimmeres, ne? Aber auch oben andersfarbig, ne? Hier diese ganzen Aufbauten. Ne, die verwinkelten Dächer hier überall schneebedeckt. Ne? Auch hier nochmal, es ist ja auch nett gemacht, ne? Also da nochmal extra was drauf gebaut. Aber ihr seht es auch schon, ich habe teilweise dann, das fängt dann unten schon an, zu wenig gedrückt. Und nach oben hin wird das dann immer schlimmer, ne? Wenn man dann mal so Lücken dazwischen hat, ne? So wie hier jetzt. Ich gebe nochmal Druck drauf. Ah, jetzt habt ihr gesehen, das konnte man noch schließen. Aber es ist natürlich schwierig, ne? Also das dann noch im Nachhinein zu drücken, das Ganze, ne? Ja. Hier oben ja auch, ne? Der Turm, ganz nett gemacht. Hier natürlich wieder diese Ausstecke von den Fenstern. Auch in Orange, ja. Das ist jetzt auch ein bisschen, also das stört mich eigentlich, diese orange Farbe, das nervt so ein bisschen, ne? Das finde ich nicht so gut. Ne? Ja, ansonsten hier eben auch, wie beim Original. Ich meine, das ist ja nun mal vorgegeben. Aber es kommt den schon sehr nahe und wie gesagt, ich finde das in diesem Schnee, Winter, ich meine, passend zur Jahreszeit, bei euch in Süddeutschland oder wo ihr gerade seid, sicherlich schon. Aber wir leider ohne Schnee hier. Im Prinzip die letzten Tage waren nur grau und grau, das nur so nebenbei. Aber auch sehr detailreich. Ne? Hier ist auch noch ein extra Türmchen. Hier so dementsprechend. Das war auch blöd gemacht. Hier sollte man hier unten diese Runde erst da drunter klemmen. Das klemmte gar nicht. Bis ich dann ein paar Seiten weitergeblättert habe und gesehen, aha, hier oben wird das gekontert. Ne? Also das wird jetzt von oben gehalten. Nicht von unten, sondern von oben. Und ja, insofern habe ich es dann da drauf gebaut. Ne? Sonst hast du da keine Chance. Aber wie gesagt, ist ja auch ganz nett. Man muss eben nicht nur stumpf der Anleitung folgen. Also das hätte ich auf jeden Fall anders gelöst von der Anleitung her. Ja gut, aber wie gesagt, da gibt es auch Schlimmeres und ist ja auch, man soll ja auch ein bisschen nachdenken. So ist es ja auch nicht, ne? Sich nicht nur berieseln lassen. Ne? So, das ist auch ganz nett gelöst mit diesen Fenstern mit Balkon oder Loggia. Ja, Schloss Neuschwanstein halt, ne? Ich war selbst noch nicht da, vielleicht wart ihr ja da. Und ich würde sagen, jo, das sieht gut aus, das ist es. Also ich kenne es ja nur von Fotos und so, wenn ich mir jetzt auch so verschneite Fotos anschaue, so insgesamt, ja, das könnte es sein, ne? Tja, also ich finde es super. Wie gesagt, eine Menge Arbeit. Ihr müsst euch das wirklich gut überlegen. Ihr könnt das auch bei mir im Shop eben bekommen, das Ganze. Ich hoffe erstmal, dass euch das Video wieder gefallen hat. Dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert vielleicht den Kanal. Ich werde noch weitere Videos drehen. Dementsprechend, ihr könnt das Teil immer noch gewinnen. Der Gewinner wird im nächsten Video bekannt gegeben. Und ich habe das nämlich hier schon zu Hause liegen, das Set. Wartet nur auf den Versand. Und ja.
Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wenn ihr in Fragen noch zu dem Setup fragt oder Anregungen habt oder was ihr mal sehen möchtet, sagt mir gerne Bescheid. Bis dahin, alles Gute euch. Ciao.